En Tour. Retten ohne Grenzen. Geradeaus, bitte. Es gibt da einen Steg hinter dem Stadtpark, ne? Ja. Und da müssen wir den dann benutzen, ja? Ich sag's dir. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Zum Retten eines Stephans. Unglaublich, aber wahr. So sicher wie mit Argus unterwegs, um Freiheit für einen Menschen zu erlangen. Der, was ich mitbekommen habe, jetzt einen Herzinfarkt hatte. Und du kennst Stephan wie lange? Über 10 Jahre. Oh, okay. Ein stetiger Begleiter fast. Wie mir bekannt wurde, zu Ohr getragen wurde, bist du ja öfters als Retter in fast letzter Not bekannt. Wie lange machst du das schon? Naja, sagen wir über 20 Jahre. Oh, über 20 Jahre. Weil die ersten 5 Jahre war ich ja zum Kennenlernen. Ah. Oder die Opfer kannten ich noch nicht, ne? Wenn man das. Ja. Nächster Fall ruft an wahrscheinlich, aber bleiben wir jetzt mal bei dem Fall. Wird ein bisschen komplex. Ich habe einen Richter schon konsultiert gestern. Kennt er den? Nein, er kennt den Fall nicht, aber er sagte eben, ich soll mir mal jetzt ein Bild machen und es würde auch noch eine Lehrerin vorbeikommen. Schaut sich das auch mal an. Sie kennt nämlich die Art und Weisen, wie man so, sagt man, gefangen wird. Und wenn man keine... Der Stephan hat ja auch eine Freundin. Ah, okay. Was macht sie? Für ihn, meine ich? Ja, sie trifft sich mit ihm und unterhält sich. Ja, ja, aber was macht sie aktiv für ihn, um ihn... Ob sie mit ihm ins Bett steigt, das nein, raus, nicht. Raus, nein, nein, herausbekommt. Sie hat ihn ja jetzt öfters besucht. Okay. Hier, bitteschön. Ja, aber ob sie auch so aktiv ist wie du? Nein, nein. Ah. Auch ein seelischer. Ein was? Seelischer. Ah, okay, ja. Du nutzt den Stephan als Haltepunkt. Aha. Das ist natürlich schlecht. Und jetzt ist der Stephan eingesperrt worden und da zerstört man ja auch diese Beziehung. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt den da raushole, werde ja? Ich wahrscheinlich ihren Traum auch erfüllen. Zum Beispiel. Das kriege ich ja jetzt nicht mit. Das wird sie mir dann vielleicht später erzählen. Auf gut Hoffnung. Das ist ja nicht nur ein einzeldankbarer Fall. Ne? Ja, 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 ja. Das Umfeld dankt ja mir jetzt gleich. Ja. Sponsoren gesucht zum Retten ohne Grenzen. Dass er vielleicht mal irgendwo hinreisen kann. Mit Fly Emirates oder mit der Bahn zu einem Schwan. Aber das ist ja ihm verwehrt. Weil doch einen Job. Wie bitte? Einen Job, wo er betreut wird und nicht ausgenutzt wird. Das möchte er auch machen. Er möchte Geld verdienen, aber mit Betreuung. Aber nicht okay. Betreut werden, arbeiten und nichts verdienen. Und mit seiner Leistung. Ja, auch bezahlt. Ja.
Die kann er aber nur bringen mit Betreuung. Ja. Und die wird aber ausgenutzt. Ja. Durch die finanziellen Mittel fließen voll in die betreute Stelle. Statt in seine Tasche. Ja. Das ist ja praktisch, theoretisch und praktisch gesagt, irgendwie ein modernes. Das ist kein Erfolgsrezept. Ja, ja. Ein neuzeitliches Burnout Arbeitslager. Naja, so. Bezeichnen die das nicht. Nicht. Okay. Die. Ja, ja, welch? Das ist ja eigentlich dann sittenwidrig schon wieder in sich. Billige Arbeitskraft, ne? Ja, du siehst ja, was dann passiert. Die Betreuer, die werden oft aus dem Ostblock oder wo auch immer hergeschart. Ja. Und da kannst du doch nicht erwarten, dass man da Qualität noch liefert. Aha, okay. Das ist etwas andere. Qualität wird gefordert. Hörspülen. Wird aber ausgenutzt. Und wenn die nichts bringen, werden sie ausgetauscht. Also das Verhältnis wechselt auch ständig. Ja, ist er denn dort? Das ist doch keine Betreuung dann, wenn man ständig was Neues erleben muss. Ist er denn dort, wenn ich fragen darf, arbeitseinheitlich auch gefordert? Mir nicht bekannt. Er ist in der. Er hat ja einen Anfall gehabt. Ja. Und diese halbseitige Lähmung ja. Wird jetzt kuriert. So. Aha. Okay. Also, er konnte aber jetzt mit mir zusammen eine Unterschrift leisten. Aha, okay. Die Unterschrift, dass er da raus möchte. Aha. Mit dem, welchem Arm? Mit dem rechten. Aha, okay. Die rechte Seite war betroffen. Und die Lähmung ist geschwunden schon einiges. Richtig, er kann mir die Hand noch fest drücken. Naja, fest. Er kann mir die Hand drücken, symbolisch, ne? Ja. Und den Stift halten, dass er unterschreiben kann. Okay. Das sind schon mal Anzeichen, dass die Mobilität in dem Arm wieder wächst. Wie ist denn sein Sprachzentrum agitiert? Wenn man ihn kennenlernt, dann weiß man. Man muss ihn auch mal ausreden lassen oder ihn mal versuchen zu bremsen, damit er wieder zum klaren Text kommt. Ja. Ja, ja, ja. Oder ihm die Chance lassen. Er tut immer Sachen wiederholen. Aber zum Kern dann später erst kommen. Mhm. Wie sind denn die Schrittfolgen? Im Rhythmus oder? Seine Äußerung. Bitte? Seine Äußerung? Nein, 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 nein. Ach so, nein, die körperlichen. Die. Ja. Alle Woche, wenn ich ihn mal sehe. Vielleicht ja. Alle zwei Wochen. Ja. Weil sonst kommunizieren wir ja per Telefon. Ja, 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 sicher. Aber steigert sich das, weil ja. Ganz am Anfang, das erste Mal, da konnte er den Arm, der hing dann einfach nur neben ihm. In seinem Schoß hat er sich immer was hingelegt. Das war im Klinikum Nord. Und im Curanum, da konnte er jetzt inzwischen unterschreiben. Okay. Also diese Steigerung sehe ich nur. Aha, okay. Na, vielleicht darf er auch mal die Gänse mal wieder betrachten. Das ist nämlich auch Reha. Teilnehmen am Leben. Jetzt sind wir fast. Ist das unsere Brücke? Das ist schon da. Naja, ich wollte noch ein bisschen gesund fahren. Im Dickicht Humanität zu suchen. Filmberg.com TV live.